Thank you very much, gentlemen. Vielen Dank, dass Sie da waren und vielleicht sogar noch bleiben wollen, denn wir wollen in ein paar Minuten, nachdem wir das Wasser ausgetauscht haben, auch die Gäste hier austauschen. Um 16 Uhr dann Spotlight Cross Media Reality, Just a Fake or the Universal Remedy. Sie sehen hier schon mal eingeblendet die spannende Runde, die wir Ihnen gleich hier anbieten wollen. Wir werden, sobald wir hier umgebaut haben, ausgetauscht haben, loslegen. Schön, dass Sie da sind und herzlich willkommen dann zur Cross-Media-Reality-Debatte. In ein paar Minuten geht es los. Herzlich willkommen.
Hallo. Es ist 16 Uhr am zweiten Tag der D-Mexco und ich bin nicht ganz allein in der D-Belt Hall. Ich bin sehr stolz auf Sie. Schön, dass Sie da sind. Es gibt noch zwei spannende Veranstaltungen heute an dieser Stelle. Die erste ist die jetzt folgende, Cross-Media Reality. Und wir gehen gleich mal hinein in die Liste derer, die da zu uns gekommen sind, begrüßen Sie ganz, ganz herzlich Michael Dunke, CEO Universal McCann. Servus. Kommen gerade auch schon von einem anderen Panel, oder? Worum ging es da? Da ging es um Targeting. Können wir schon mal das Mikro hochziehen von Herrn Dunke? Jetzt versuchen wir es nochmal. Da ging es ums Thema Targeting. Und wie war das? Wunderbar. Ja? Großes Thema natürlich auf der ganzen D-Mexco. Also insofern... Ja. War ein gutes Warm-up für das richtig wichtige Thema so Cross-Media. So ist es. Jan Leopold, Head of Marketing, Concepts and Cross-Media, United Internet Media. Herzlich willkommen. So, dann geht's weiter mit Dr. Markus Specht, Vice President Sales Nickelodeon, MTV Networks Germany. Herzlich willkommen. Uli Feigl, CEO, Grey G2 Group Germany. Herzlich willkommen. Und Matthias Wahl, Spokesperson OMS. Herzlich willkommen an diesem halbrunden Tisch hier bei uns. Jetzt war, glaube ich, inzwischen jeder, der heute hier war, war schon mal in der Debate Hall, oder? Ist noch irgendjemand zum allerersten Mal in der Debate Hall? Aufzeigen. So, für Sie erkläre ich das. Ich erkläre es nämlich immer gerne. Kennen Sie das Tool hier? Das wird Sie gleich beschäftigen, denn wir wollen gleich mit der TED-Frage diese Runde anfangen. Sie können alle schon mal Ihr TED-Gerät zur Hand nehmen. Wir machen es, wir klären es nicht, wir machen es einfach. Einverstanden? Denn wenn wir uns dem Begriff Cross-Media nähern, wollen wir doch vielleicht zunächst mal, meine Herren, ich hoffe, für Sie ist das okay, fragen, was die Menschen überhaupt 2011 an diesem Tag heute, am 22. September, unter Cross-Media verstehen. Ist das okay? Wenn wir erstmal schauen, was verstehen Sie überhaupt unter Cross-Media? Hier kommt nämlich unsere erste TED-Frage an Sie, meine Damen und Herren. Was ist Cross-Media? Für Sie erkläre ich es nochmal, bevor wir es tun. Sie haben drei Möglichkeiten. Sie drücken 1, 2 oder 3 und bestätigen das, nachdem unsere Funky-Gitarre gespielt hat, mit Send. Das ist relativ simpel. Und hier kommen, das ist die Gitarre, aber hier kommen erstmal die Fragen. Die reine Kampagnenschaltung in mehreren Medien, zum Beispiel Printanzeige und Online-Banner. Zweitens, die Umsetzung einer integrierten Kampagne in mehreren Medien inklusive Storytelling. Oder drei, Planung einer Kampagne über verschiedene Medien unter Nutzung einer Gesamtwährung. Lassen Sie die drei Möglichkeiten nochmal auf sich wirken, denn jetzt kommt nochmal unsere Funky Schaftgitarre und lässt Ihnen alle Zeit der Welt, um 1, 2 oder 3 zu wählen. Ja. Sie haben noch Zeit. 5 Sekunden, 4, 3, 2. Haben Sie schon gedrückt? Sie haben keins? Aber ich bringe Ihnen eins. Ich möchte, dass jeder hier mit... Ich nehme immer das, wo die Batterie, wo das Batteriefach kaputt ist. Ich lasse das hier liegen. So. Sie sind bestimmt gut. Jetzt haben Sie eins. Meins wollen Sie nicht. Ich habe verstanden. Gut. Hat noch irgendjemand kein Gerät? Jemand nicht abgestimmt? Sie haben auch noch nicht abgestimmt. Bei Ihnen ist das Batteriefach auch kaputt gegangen, habe ich gerade gesehen. Ist aber egal, es funktioniert trotzdem. Jetzt haben Sie noch 5 Sekunden Zeit, denn die beiden Stimmen wollen wir natürlich auch mitnehmen. 3, 2, 1, Send. So.
Diese Frage werden wir in der Beantwortung ein bisschen zurückstellen, sondern das wollen wir zunächst natürlich mal diskutieren mit den Herren hier oben. Das heißt, gedulden Sie sich ein bisschen mit Ihrem Resultat. Michael Dunke, Sie können uns jetzt sagen, was Crossmedia ist, 1, 2 oder 3 und warum. Ich glaube, dass die Mehrheit letztendlich auf 2 drückt und da wird auch ein sehr signifikantes Ergebnis rauskommen. Gerade wenn wir über Crossmedia reden und ist natürlich ein ganz großes Thema, dann kann es nicht nur darum gehen, letztendlich auch eine Verlängerung einer Kampagne, beispielsweise einen TV-Spot, dann in Online oder eine Printanzeige, dann eben zu verlängern sozusagen in den Online-Auftritt. Es geht um viel mehr. Gerade wenn man sich auch das Nutzungsverhalten anschaut, wir erfahren ja eine dramatische Wendung, eine dramatische Entwicklung auch im Mediennutzungsverhalten. Und meiner Ansicht nach, um es vielleicht auch jetzt am Anfang ein bisschen kürzer zu halten, muss man entsprechend auch auf die individuellen Nutzungssituationen eingehen. Und entsprechend komme ich gar nicht umhin, bei einer richtigen Cross-Media-Kampagne natürlich eine integrierte Kampagne aufzusetzen und ein Storytelling oder zumindest individuell pro Kanal adaptiert das richtige Zielgruppensegment entsprechend anzusprechen. Sie sagen, Sie werden die Mehrheit bei 2 hier sehen. Ist es auch Ihre Antwort? Ihre persönliche auch? Ja. Okay. Wie sehen Sie es? Also ich würde nach dem Ausschlussprinzip vorgehen. Die reine Kampagnenentscheidung ist es nicht, denn was steht bei Crossmedia im Vordergrund? Bei Crossmedia steht aus meiner Sicht im Vordergrund, dass ich ein und dieselbe Zielgruppe über mehrere Medien gleichermaßen erreiche, also nicht die Parallelschaltung. Die Nummer 3 ist es auch nicht, denn die Nutzung einer Gesamtwährung ist genau das eines der Hauptproblematiken, die wir eben haben im Crossmedia. Die gibt es eben de facto noch nicht und das macht es so schwierig. Also bleibt dann nur noch Nummer 2. Ob das jetzt mit oder ohne Storytelling stattfindet, sei dahingestellt. Ich denke mal, es geht auch ohne Storytelling. Hängt natürlich auch jeweils von der kommunikativen Zielsetzung ab. Also ich tippe auf 2 und ich denke mal auch, das Auditorium wird auch auf 2 tippen. Ja, Marc Specht mein Name, nicht Markus Specht, wenn ich das nur kurz korrigieren darf. Habe ich das gesagt? Nein, es stand vorhin auf dem ersten Chart. Das war Crossmedia. Ja. Das, also Dr. Marc Specht, ja, Vice President, Sales Nickelodeon, MTV, Natural Germany. Absolut. Man kann es gar nicht oft Herr genug Kunz sagen. Hat mich sehr glücklich gemacht, vielen Dank. Oder? Ja, und jetzt zu Ihrer Frage. Ich finde das interessant in der Betrachtungslogik. Ich glaube, da ist so eine Art zeitliche Achse fast dabei. Ich würde sagen, 1, das war so vor 10 Jahren wahrscheinlich die Wahrnehmung von vielen Kunden und auch Marktteilnehmern. Und Nummer 2, finde ich, kommt dem Ideal schon relativ nahe. Darum würde ich auch tippen, dass die meisten Votes auf die Nummer 2 gehen. Aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, und der wird sicherlich auch nachher nochmal Gegenstand der Diskussion in dieser Runde sein und ist ja auch der Gegenstand von Diskussionen im Markt, dass man natürlich, um die Effizienz von Crossmedia nachzuweisen, was ja auch für uns Vermarkter und damit auch am Ende für die Werbetreibenden mit signifikant höheren Investitionen verbunden ist, weil wenn ich beispielsweise ein eigenes Format entwickle, dann habe ich natürlich andere Kosten, als wenn ich Werbezeit, für die ich kein eigenes Format entwickeln muss, verkaufe an einen Kunden, habe ich natürlich ganz andere Kosten und da verstehe ich natürlich auch den Kunden, wenn er einen Nachweis fordert, ob das Ganze effizient war und die Effizienz ist dann für mich nicht eine reine qualitative, quantitative Kenngröße, sondern da geht's und darum finde ich das mit dem Storytelling so schön, das hat mir gut gefallen in 2, muss es berühren, muss es Emotionen auslösen, es muss relevant sein. Also persönlich für die 2 und im Auditorium? Für die 2 plus die 3 bin ich persönlich in der Kombination. 3 ist für mich die Zukunft, die Ergänzung von 2 und das Auditorium, schätze ich, hat die 2 gewählt. Sie können leider nur einen Knopf drücken, Marc Specht. Dann nehme ich die 2. Dann nehmen wir die 2. Okay. Und die Frage. Also Crossmedia hat ja auch was mit Regelbruch zu tun, also breche ich die Regeln mal. Ich würde sagen, es ist 1 plus 2 plus 3 und das Auditorium geht auf 2. Na, Sie müssen sich schon ein bisschen entscheiden, weil Sie können sich nicht leichter machen als die Menschen, die hier sitzen. 2 plus 2. Also 2 und vielleicht ein bisschen noch anreichern mit einer Begründung, warum. Ja, aber ich sagte schon, Crossmedia hat viel mit Regelbruch zu tun. Und wenn wir uns anschauen, was dort draußen gerade läuft, dann können wir das hier und da noch feststellen, dass eine Kampagne eben momentan eben nur verlängert wird, aus der alten Denke heraus. Und das wird uns, glaube ich, jetzt gleich ein bisschen beschäftigen. Ja, meine persönliche Tendenz, eigentlich auch die Publikumseinschätzung geht
genau auf zwei auch, und es ist eigentlich alles schon gesagt worden, was das Problem definiert. Eins ist viel zu langweilig heute, das gibt es schon ganz lange, das verdient auch nicht den Namen Crossmedia wirklich. Drei ist die Zukunft, ist das, worauf es rauslaufen muss, das ist für mich das wahre, das reine Crossmedia, nennen wir es vielleicht Intermedia. Zwei ist das, was man mit großem Aufwand heute durchaus schon hinkriegt und vielleicht auch ganz vernünftig messen kann, wenn man sich anstrengt. Ich denke, dass deshalb sich keiner die Blöße gibt und oder wenige die Blöße geben und eins wählen. Zwei wird es sein und auf drei haben wir hoffentlich in 2, 3, 4 Jahren dann eine Mehrheit, die darauf klickt. Dann schauen wir uns das Ergebnis mal an. Also mehrheitlich von diesem Expertenpanel wird Ihnen die zwei hier unterschoben, zugemutet, zugesagt. Schauen wir mal, was da rauskommt, und genauso ist es auch. 73% sind bei der 2. Ich möchte gleich das Wort Regelbruch mal aufgreifen. Crossmedia, wie stark muss dieser Regelbruch sein? Wie sexy kann es durch einen Regelbruch werden? Also das Hauptthema ist, wenn wir jetzt mal wegkommen von dem Cross und dem Media, sondern wenn wir einfach mal sagen, was hat heute Markenführung, wie setzt sich Markenführung durch, dann kommt hier eine neue Dimension rein, und wir müssen einfach sicherstellen, dass die Markenerlebnisse eben auch bei Crossmedia gespielt werden. Und das kann mal eins sein, dass es sich wirklich durchsetzt, wenn das eine starke Idee ist, die man wirklich auch einfach durchsetzen kann. Es kann aber auch sein, dass man in unterschiedlichen Kanälen in einer gewissen Kommunikationsarchitektur, die inhaltlich getrieben ist, ganz andere Dinge kommuniziert, aber über eine clevere Zielgruppenanalyse und über clevere Touchpoints-Behandlung hier eben dann trotzdem zu einem spitzen Nukleus kommt innerhalb der Markenführung. Und das ist nicht unbedingt Regelbruch, das ist eigentlich das, was wir versuchen alle zu tun. Aber wir werden oft gezwungen, hier gerade in diesem Bereich Dinge zu machen, weil wir noch im Experimentieren sind. Gezwungen klingt ein bisschen nach Qual oder vielleicht ein bisschen zum Glück geschubst. Oder empfinden Sie es als unangenehm? Nö, überhaupt nicht. Ich meine, wir leben in der faszinierendsten Zeit der Kommunikation überhaupt. Früher mussten wir die Konsumenten bitten, etwas zu sagen. Jetzt machen sie alle mit, und durch Crossmedia wird es noch weitere Impulse bekommen. Wir haben eben das andere Stichwort gehört, individuelle Nutzungssituation. Auch das ist etwas, was hier sehr leidenschaftlich diskutiert wird, gerade in Bezug, wir sind im Cross-Media-Panel, auf dieses Thema Cross-Media. Vielleicht gehen wir noch ein bisschen in die Tiefe, Michael Dunke. Was ist da Ihre Vision? Wie kriegt man das hin, dass man eben diese individuelle Nutzersituation dann auch zum Erfolg am Ende des Tages für den Kunden macht? Entscheidend ist, was gerade auch angeklungen ist, wenn wir heute, und das ist ja das große Thema, Cross-Media-Kampagnen, ist es einfach das, was angesprochen worden ist, eine Verlängerung von einem zum zweiten Medium, dann ist für mich die ganz klare Frage danach, ist die Kampagne so stark, dass es das letztendlich auch bringt, was es bringen soll. Allein das, was wir natürlich auch aus unserer Sicht, aus Sicht einer Media- und Marketingagentur feststellen, ist, dass sich dieser Wandel der Nutzungsgewohnheiten extrem schnell verändert. Die Kanäle multiplizieren sich entsprechend. Dann, wenn ich zum Beispiel, und das kann man ganz plastisch machen, mit dem normalen TV-Spot, den ich so in der Lean-Back-Position natürlich auch im Wohnzimmer gemütlich sehe und mir dann vielleicht ein wunderbares Image transferiert. Das habe ich natürlich dann, wenn ich sozusagen auf vielen crossmedialen Kanälen spiele, mobile, da ist derjenige, den ich erreichen möchte, in einer völlig anderen Nutzungssituation, und entsprechend kommt das, was ich vielleicht dann rüberbringe und derjenige, der im Sofa sitzt, das auch dann empfängt, in der Situation gar nicht antreffen kann, den muss ich anders ansprechen. Und das ist für mich eine Geschichte, wo man sagt, wie viel Kampagnen haben die Qualität und die Aussagekraft, sozusagen, um einen englischen Begriff, so eine Strategic Organizing Idea, so eine Leitidee, um sie dann auch in den Kanälen individuell dann auch zu adaptieren. Und da stehen wir, glaube ich, aus meiner Sicht absolut noch am Anfang. Es gibt das ein oder andere schöne Beispiel sicherlich, aber wenn wir das sehen, wie schnell sich die Welt da draußen dreht, Nutzungsgewohnheiten, Fragmentierung, dann glaube ich, ist das entscheidend für die Zukunft. Deswegen plädiere ich auch ganz klar mit der Meinung Nummer zwei, ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und vor allem, wenn man dann auch nochmal drüber nachdenkt, am Ende in der Kampagne, in ihrer Wirkung über die verschiedenen Kanäle, muss auch zu einem Ergebnis führen. Die neue Welt, die gibt uns immer mehr die Möglichkeiten, auch Ergebnisse sichtbar zu machen, schnell sichtbar zu machen. Insofern eigentlich eine wunderbare Plattform, um auch schnell im Grunde genommen zum gewünschten Ergebnis zu kommen. Sie haben gerade von Beispielen gesprochen, wo das
vernünftig funktioniert, nennen Sie ruhig mal 2, 3. Können auch welche aus Ihrem Hause sein. Nein, müssen aber nicht. Das mache ich gar nicht, sondern ich finde zum Beispiel ein Autokunde, weil wir bei BMW zum Beispiel, Freude am Sparen, Freude am Fahren. Aber das trifft Freude am Sparen ist gut. Freude am Sparen ist notiert. Freude am Sparen. Das gibt Spaß. Ist notiert und wird vielen wahrscheinlich bei den nächsten Budgetverhandlungen im Kopf bleiben. Nehmen Sie diesen Satz ruhig mit. Er ist ja Media, ist ein Mediamann. So, ja, das genau, ist so. Genau. Macht alles. Genau. Was soll ich? Also, genau. Michael Dunkel kann alles. Wunderbar. Also, um das nochmal klar zu sagen, dann gab es eben dieses Thema auch in der normalen Kampagne über TV-Spots kommuniziert. Und die Frage war, wie verlängere ich so ein Gefühl? Das konnte ich natürlich im Mobile oder auf den Social-Plattformen, Social-Media-Plattformen gar nicht transportieren. Also was hat man gemacht? Und das ist eigentlich eine für mich wunderbare Denke, zu sagen, wie erreiche ich denn das trotzdem, diese Botschaft? Und man hat dann in den Cabrios im Grunde genommen einen Sensor installiert und hat dann praktisch den Fahrspaß so über wie viele Tage oder wie viele Stunden bin ich denn offen gefahren und konnte sich dann so im Grunde genommen auch über die Social Media Plattform mitteilen. Also insofern, was es zeigt, ist das Entscheidende. Ja, in der Umsetzung kann man sich immer streiten, aber ich habe etwas vermitteln wollen über meine normale klassische Kampagne und habe es eben anders, über einen anderen Trigger eben in verschiedenen anderen Kanälen dann auch umgesetzt. Wunderbares Beispiel. Freude an Beispielen, das ist immer ganz, ganz wichtig, damit wir auch wissen, wie Sie Erfolg in Crossmedia im Einzelnen definieren. Ich würde jeden von Ihnen ganz kurz bitten, ein Beispiel zu nennen, wo Sie sagen, hier hat Crossmedia in meiner Welt oder in einer anderen Welt gut funktioniert. Also ich finde ja grundsätzlich die Diskussion um konzeptionelle Verknüpfung von Mediagattungen und von Kampagnen finde ich ja absolut richtig. Nur was mir komplett derzeit noch fehlt, ist in dem medialen Angebot eine Plattform, wo man wirklich sicherstellen kann, dass spezifische Zielgruppensegmente wirklich crossmedial planbar erreicht werden. Wenn wir jetzt über crossmediale Kampagnenverlängerungen sprechen, dann haben wir aber immer noch nicht richtig die medialen Plattformen. Wir schießen aus mehreren Rohren, können aber nicht de facto sicherstellen, ob wir einen und denselben User wirklich über die verschiedenen Mediagattungen erreichen. Das fehlt mir komplett und ich glaube, da müssen wir auch mal diskutieren, was eigentlich heutzutage an Angeboten medial hier in Deutschland auch verfügbar sind. Wir beispielsweise haben mit der AS Radio als United Internet Media eine Kooperation geschlossen, wo wir genau das eben haben sicherstellen wollen. Wir haben die Mediennutzung von online, von unseren Online-Angeboten mit den Mediennutzungen von dem Portfolio der AS Radio gemerged und können damit praktisch eine intermediale Planungsdatei herstellen, wo wir wirklich sicherstellen können, dass diejenigen, die auf unseren Portalen sich bewegen, auch die entsprechend die Radiosender der AS Radio hören, sodass wir da wirklich multimediale, crossmediale Doppelkontakte herstellen können. Und das, denke ich mal, das fehlt jetzt noch an Angebot, was wir heutzutage, sagen wir mal, vermarkterorientierte Angebote haben wir derzeit. Das heißt, dass TV oder Print und Online vermischt wird, aber es findet doch auf einem Vermarktungsportfolio statt und die Zielgruppe, die ja eigentlich für mich aus Cross-Media-Sicht im Fokus stehen sollte, diese Angebote fehlen mir noch nach wie vor. Vielleicht mal ein gutes Beispiel aus eurer Welt? Ja, für uns in unserer Welt ist das Thema, glaube ich, noch viel zentraler, als es vielleicht jetzt für, sagen wir mal, von den Zielgruppen, Strukturanteilen eher ältere Mediagattungen der Fall ist. Weil wir als Viacom Brand Solutions vermarkten ja die vier Sender Nickelodeon, Comedy Central, MTV und Viva. Und unser Strukturanteil ist natürlich dann naturgemäß einfach bei den jungen Zielgruppen sehr viel höher. Und diese jungen Zielgruppen, die erreiche ich eben viel schlechter über TV als beispielsweise eine ZDF-Zielgruppe 50+. Und von daher haben wir eigentlich schon jeher die Herausforderung gehabt, dass es ja in der Regel gilt, nicht einfach GRPs aufzubauen oder medialen Druck. Das ist auch wichtig, keine Frage. Aber es geht ja in der Regel darum, eine Marketing-Fragestellung oder Herausforderung, die ein Kunde uns stellt, so umzusetzen, dass es, und das habe ich vorhin schon gesagt, das ist mir wichtig, eine Story erzählt, ein Thema aufbaut, was emotional berührt, was hängen bleibt, was man nicht einmal sieht und direkt wieder vergisst. Und da ist es in unseren Zielgruppen, die wir bedienen, und ich mache auch gerne gleich zwei kurze Beispiele, einfach in der Natur der Dinge geschuldet, dass wir einen hohen Anteil natürlich von Online-Medien nutzen, weil unsere Zielgruppe dort stärker unterwegs ist, als es ältere Zielgruppen sind. Dass Mobile-Media für uns eine große Rolle spielt und natürlich auch das Thema, was bei uns on the ground firmiert, also alle Freizeitaktivitäten, die draußen stattfinden, ganz, ganz wichtig sind. Wir kommen aus der Musik, das ist unsere
ja, das ist uns, das liegt in unseren Genen. Wir haben seit Ewigkeiten Konzertveranstaltungen bei uns, Rock am Ring, Komet etc. Und das ist auch ein Beispiel, was ich dort einfach jetzt mal vielleicht kurz ansprechen möchte. Mit Coca-Cola haben wir im Moment das Thema Coke Sound Up. Das ist eine Konzertreihe in 10 deutschen Städten, in dem Künstler wie Calcha Candela oder Mando Diao auftreten. 10 Konzerte, die stattfinden, die natürlich im TV übertragen werden, zeitversetzt bei den ersten 10 Konzerten. Es gibt ein großes Abschiedskonzert am Brandenburger Tor am 2. Oktober, kurz vor dem Tag der Deutschen Einheit. Das U2-Konzert haben wahrscheinlich einige noch in Erinnerung und auch David Hasselhoff vielleicht. Die werden ihr beide natürlich toppen. Absolut, natürlich. Und dieses Thema eben findet Musik als Kernidentifikation für eine junge Zielgruppe, die Coca-Cola ansprechen möchte, ist der Aufhänger. Das findet naturgemäß natürlich draußen statt. Das Erlebnis muss man live erleben, aber natürlich muss ich dieses Erlebnis auch medial mit einem entsprechenden Druck begleiten. Das machen wir natürlich über Ankündigungstrailer für die einzelnen Konzerte. Das machen wir natürlich über Gewinnspiels, über VIP-Tickets, die das Erlebnis dann nochmal intensiver machen für die Teilnehmer oder für die Bewerber. Und das machen wir natürlich auch über die Nutzung unserer Online-Media. Wir haben 1,5 Millionen Facebook-Fans. Das ist also für uns auch ein ganz wichtiger Kanal, den unsere Zuschauer nutzen, um auch Informationen über Events von uns abzufragen. Und so haben wir eigentlich hier eine Welt, die unsere Zielgruppe eben da abholt, wo sie gerade ist und wo wir sie begeistern können. Und das ist eben nicht nur in einer Lean-Back-Situation vor dem Fernseher, sondern das ist auch, wenn sie aktiv ist und eben draußen unterwegs ist. Ein ganz kurzes Beispiel, wenn ich noch sehr darf. Gerne, das ja. war jetzt nur ein Beispiel aus der Welt der 14-29-Jährigen. Noch viel wichtiger ist das eigentlich, und da spreche ich jetzt mit der Kinderbrille für unsere Zielgruppe Nickelodeon, weil wir da auch noch in der Tat, obwohl wir natürlich ein privatwirtschaftliches Unternehmen sind, was ein Ergebnisziel hat, weil wir da aber auch eine gewisse gesellschaftliche und pädagogische Verantwortung mit uns bringen. Das ist das Thema Nickelodeon, Kinder. Und bei Kindern ist es uns natürlich wichtig, dass die Kinder nicht immer mehr vom Fernseher hocken und dann quadratische Augen haben, weil sie 8 Stunden Fernsehen geguckt haben, sondern natürlich, dass sie auch Freizeitaktivitäten unternehmen, dass sie sich ernähren, dass sie sich bewegen. Und das ist natürlich gesund ernähren. Nicht, dass sie ernähren, sondern dass sie sich gesund ernähren. Ja. Gesund ernähren, ja, ernähren ja. tun sie sich ohnehin. Aber und da ist es natürlich auch ganz wichtig und auch für unsere Werbetreibenden, dass wir ein Angebot auch in der Erreichung der Kinder und ihrer Eltern anbieten, was eben auch diesen Aspekten Rechnung trägt. Und da haben wir eine ganz lustige Veranstaltung eigentlich einmal im Jahr. Das ist der Day of Play, der Spieletag, in dem wir 8 Stunden Schwarzbild zeigen und die Kinder im Vorfeld auffordern, an diesem Tag keinen Fernsehen zu gucken, sondern eben nach draußen zu gehen und zu spielen. Ja? Und lustigerweise haben wir an dem Tag auch so ca. 11% Marktanteil. Von daher kommt das Thema Messung vielleicht nachher auch nochmal in diesem Zusammenhang zustande. Aber es ist für uns eben ganz, ganz wichtig, eben wirklich Crossmedia an allen Orten, in denen wir unsere Zielgruppen erreichen, eben anzubieten. Der Day of Play, ich finde es eine tolle Idee. Nicht jetzt, weil hier nebenan noch Super RTL ist, sondern weil das natürlich wirklich echt mal ein Commitment ist, zu sagen, geht raus, wir zeigen euch nichts. Haben Sie sich totgelacht, als Sie am nächsten Tag die Ratings gesehen haben? Absolut. Oder glauben Sie, dass dann einfach ganz andere Leute vor dem Fernseher sitzen und sagen, wie lange halten die das durch? Nein, das Problem haben Sie bei den Kindern natürlich auch ein bisschen, dass die Panel-Teilnehmer da, das können wir jetzt natürlich immer im Detail diskutieren, wir bemühen uns immer darum, dass im Panel hier auch vielleicht bei etwas mehr Haushalte da zugeschaltet werden. Wenn da mal 2, 3 Familien im Urlaub sind, dann kann es auch mal sein, dass das sehr volatil ist. Anders ausfallen, ja genau, richtig. Oliver Eigel, aus Ihrer Welt, Crossmedia, Beispiele, wo es richtig gut funktioniert, gerne auch, wo Sie das Gefühl haben, da hat es nicht geklappt. Zwei ganz einfache Beispiele, die ich eigentlich nur faszinierend finde. Das Langweiligste beim Autokauf ist die Gebrauchsanleitung. Sehr wichtig, aber sehr langweilig. Honda hat es wundervoll gemacht und hat einfach ein iPad mit ins Auto gelegt. Das heißt, Sie können über das iPad schön durch die Gebrauchsanleitung gehen. Naheliegende tolle Idee. Zweites Beispiel, Tesco. Das kenne ich zum Beispiel nicht, diese Geschichte, aber Sie müssen das iPad nachher zurückgeben, oder? Oder kriegen Sie das mitgeschenkt? Das hängt vom Händler ab. Okay. Und von Ihnen, wie gut Sie sind. Wie viel Rabatte ich raushole, ja. Ich verhandle. Ja. Zweites Beispiel, auch einfach, aber faszinierend. Tesco hat einfach den Shop abgebildet und hat lauter Barcodes genommen. Und dann kommen sie mit Red Laser, Jum Jup, und können also in der U-Bahn stehen und machen einfach nur Zip-Zap und haben anschließend ihren Warenkorb voll. Zwei reizende Beispiele, weil sie so einfach sind. Hat nichts mit Storytelling zu tun, einfach nur mit intelligenter Denke. Gut, ja, funktioniert. Unsere Welt, oder sagen wir so, Sie erwischen mich da ein bisschen jungfräulich, weil wir noch keine Kampagnenergebnisse haben. Wir machen ja in dieser
Tageszeitungs- und Radiowelt die ersten Schritte intelligenter Verknüpfung von zwei Medien. Das heißt, wir können auf den Webseiten zunächst die Leser des Printproduktes oder die Hörer des Radiosenders targeten, wissen dann, wer es nicht hört oder wer es hört. Wir verknüpfen im Augenblick für einen Radiosender die Kampagne im Sender, auf dem Radiosender, in Richtung Reichweitenerweiterung, indem wir genau die Leute targeten, die den Sender nicht hören, die sich aber auf den Webseiten des Senders herumtragen. Reichweitenpaket, dasselbe können Sie machen mit Leuten, die dann die Zeitung nicht lesen, mit einem, oder die Zeitung auch lesen, mit einem Kontaktprodukt, dass Sie einfach einen Kontakt auf der Webseite wie dann auch im Printprodukt zur Verfügung stellen. Da sind wir im Radiobereich gerade am Anfang einer entsprechenden Kampagne, da kann ich nicht viel über die Erfolge sagen. Im Printbereich haben wir erste sehr vielversprechende Rückläufe. Da kommt genau die Messproblematik und was ist objektiv und was ist subjektiv. Objektiv gefühlt sind wir genau auf dem richtigen Weg natürlich. Jetzt bin ich dankbar, dass Sie Print und Radio auch mal erwähnt haben. Wir kommen also mal in die Frage hinein, was könnte denn das Leitmedium für Crossmedia sein? Was ist es und warum? Hier sind natürlich alles Freunde aus der digitalen Welt. Die freuen sich, wenn sie jetzt alle sagen, natürlich ist digital die ideale Plattform. Ist es tatsächlich auch so? Oder was ist das Leitmedium für Crossmedia? Was darf auf gar keinen Fall fehlen? Also zuerst nochmal vorangestellt, aus meiner Sicht, es gibt keine Alternative zu Crossmedia. Und wenn wir heute das veränderte Nutzungsverhalten auch der User betrachten, analysieren, dann gibt es gar keine Alternative dazu, weil das gibt es vor. Ich will den Konsumenten erreichen. Und wir wissen heute so viel über die Zusammenhänge und Wirkungszusammenhänge von Medien. Wenn Sie heute eine TV-Kampagne schalten, löst es sofort ein immenses Suchverhalten aus. Entweder über Google oder aber entsprechend auch direkt auf die Website. Entsprechend, wir sprechen dann über die Consumer Journey, das ist natürlich auch etwas, was viel diskutiert wird. Da haben Sie natürlich völlig die ganzen Indikationen, die Analysen und holen den User am Ende ab über eine klassische Kampagne und im Prinzip sprechen Sie ihn dann normalerweise auf digitalen Plattformen, das ist natürlich eine ganz, ganz, ganz wichtige Plattform und auch ein Treiber, auf individuelle Art und Weise auch an. Und deswegen gibt es aus meiner Sicht, ist es ganz wichtig, nicht nur die Kanäle entsprechend auszuwählen, sondern auch die inhaltliche Komponente, das ist vorhin angesprochen worden. Es ist zu kurz gegriffen, da eine Printanzeige und entsprechend die vielleicht zu verlängern, sondern ich muss ihn dann individuell ansprechen, weil das Entscheidende ist aus meiner Sicht, und wenn wir in Zukunft, wenn wir mal noch ein bisschen weiter schauen, nicht einfach nur immer noch einen Mediaplan abliefern, sondern wir werden natürlich wirkungsweisend letztendlich auch analysieren müssen, liefern müssen, weil wir den Konsumenten natürlich dazu bringen wollen, irgendetwas zu tun, nämlich möglichst zu meinem Marketingerfolg beizutragen. Ja? Ob das Awareness ist, ob das Abverkäufe ist, das wird wunderbar messbar und insofern können wir heute und wissen wir schon natürlich, wir beschäftigen uns natürlich damit, mit den ganzen Zielgruppen, mit den Wirkungszusammenhängen der einzelnen Kanäle. Und natürlich, um jetzt auch ganz konkret auf Ihre Frage zu antworten, was sind Leitmedien? Das ist natürlich von der Zielgruppe abhängig, aber natürlich ist ein Medium wie TV, Bewegtbild, ein ganz starkes Medium und letztendlich auch das zu treiben, was wir letztendlich wollen, ganz klar. Ja. Aber nochmal, das ist, man kann das immer, Pauschalierungen, die taugen nichts. Und insofern muss man immer gucken, was ist die Zielgruppe, was ist mein Kampagnenziel, wo erreiche ich die Zielgruppe und dann kann das auch schnell passieren, dass ein anderes Medium schnell zum Leitmedium wird. Darauf eine schnelle Antwort von jedem Leitmedium, Herr Feige. Es gibt kein Leitmedium. Jeder Fall ist anders, jeder Fall muss neu durchdacht werden. Wir könnten heute, wenn wir Leitmedien diskutieren, schauen Sie sich TV an, TV wächst. Viele hätten vor 10 Jahren gesagt, TV wird runtergehen, ist aber nicht der Fall. Bewegtbild pusht TV. Ich würde sagen, es gibt kein Leitmedium. Sie beiden nicken, Marc Specht nickt nicht. Ich glaube, das Medium ist fast dabei egal. Also ich glaube, es geht um den Content. Der wird halt eben heute auf den Plattformen konsumiert, die der User sich wünscht. Und letztendlich hängt es aber auch natürlich ganz stark von der Aufgabenstellung ab, die eine Kampagne verfolgt. Von den Reichweiten, die sie generieren können. In einem Zeitfenster ist es heute natürlich noch TV. Aber Sie sehen, wie schnell in letzter Zeit auch online aufgeholt hat. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass sich das sehr, sehr schnell ändern wird, weil TV in diesem Sinne nicht mehr existieren wird. Es wird einen Übertragungsweg geben für das Thema Bewegtbild. Es wird Übertragungswege geben für andere Inhalte. Wir haben hier in vielen Runden etwas gehabt, was uns sehr gefreut hat, nämlich das scheue Wesen, den Kunden
Danone habe ich erlebt, Kraft habe ich hier erlebt, Ford habe ich hier erlebt. Versuchen wir nochmal uns ein bisschen aus Ihrer Sicht hinein zu versetzen, aus Ihrer Erfahrung auch heraus zu hören. Was erwartet der Werbekunde von Ihnen, wenn er zu Ihnen kommt und sagt, ich will eine gigantische Cross-Media-Kampagne haben? Was wird dann erwartet? Wenn ich das wüsste. Ich glaube, ich weiß nicht, was er erwartet. Ich meine zu wissen, was er machen sollte mit Dienstleistern, die im Kommunikationsbereich tätig sind. Er sollte wahrscheinlich sich mit Menschen zusammensetzen, die versuchen, sein Geschäft zu verstehen und die als Business-Building-Partner auftreten. Ernsthaft an der Sache orientiert und nicht freaky irgendwie was an die Wand werfend. Wie sieht das bei Ihnen aus? Also ich denke mal, dass der Kunde eine vorgedachte, vorpräparierte Lösung erwartet, die eben Komplexität reduziert, Komplexität rausnimmt, beziehungsweise bei den Agenturen oder Vermarktern, Publishern gelagert ist und das als Grundlösung erstmal sieht, mit dem man dann weiter in die Tiefe diskutieren kann. Wir wollen eine Frage an Sie noch einmal stellen. Hier kommt unsere zweite Voting-Frage, wenn Sie noch einmal Ihre Voting-Tools zur Hand nehmen. Deswegen das Thema Komplexität, das Sie gerade angesprochen haben. Crossmediale Kampagnen sind heute 1) zu komplex und kaum mehr planbar, 2) wichtiger denn je, 3) auch nicht anders als noch vor einigen Jahren. 1, 2 oder 3, jetzt bitte abstimmen. Und Sie ahnen schon, was auf Sie zukommt. Ihre Einschätzung. Und diesmal dürfen Sie anfangen. Hey, hinten vom Alphabet. Richtig kreativ. 1, 2 oder 3 cross-mediale Kampagnen sind heute. Noch 5 Sekunden Zeit. 4, 3, 2, 1. Jetzt bitte den Send-Button drücken und sagen Sie zunächst mal, für was Sie sich entschieden hätten. Meine persönliche Einstellung oder meine Bevorzugung wäre Punkt 2, weil das die Sensibilisierung für das Thema ausdrücken würde. Das wird aber meines Erachtens nicht so oft gedrückt. Ich fürchte, dass das Publikum 1 und 3 ziemlich hoch bewertet. Tippe mal auf 3, weil es einfach die Problematik, die wir mit Crossmedia haben, ziemlich plastisch beleuchtet. Crossmedia wird seit 15 Jahren durch diesen Markt getrieben, ist ein völlig ausgefranster Begriff. Jeder versteht irgendwas anders oder Facetten davon. Und insofern fürchte ich, es ist nicht anders als vor einigen Jahren, da die leider den größten Balken haben. Herr Feigl. Also, das Thema Komplexität kommt erst noch auf uns zu. Da sind wir noch ganz zu Beginn überhaupt, weil eben die Vielfalt noch dramatisch steigen wird. Und Agenturen wie Unternehmen, wie Medien werden sich hier noch gehörig über Organisation unterhalten müssen. Von daher schaltet 1 aus. Wichtiger denn je ist mir zu pauschal. Da kann ich nicht wirklich was mit anfangen. Und 3, das sehe ich genauso wie Sie. Eigentlich hat sich nichts verändert. Eigentlich hat sich nichts verändert, nur die Vielfalt ist viel größer geworden. Und die Art und Weise, wie wir damit umgehen müssen, ist eine andere geworden. Und der Verbraucher ist viel näher an uns dran. Das sind eigentlich die Dinge. Insofern würde ich hoffen, es kommt 3 aus dem Auditorium und es kommt auch 3 von mir. Marc Specht? 2 für mich natürlich. Und ich hoffe auch auf das Publikum, dass sie auch 2 sagen. Ich glaube, gerade wenn man hier ist und auch sich mit vielen mobilen Endgeräten und auch Nutzungsgewohnheiten auseinandersetzt und ich nehme an, dass es auch die meisten im Auditorium so handhaben, dass sie, wenn sie mal Fernsehen gucken, gleichzeitig ihr Telefon neben sich liegen haben, egal ob jetzt welche Form von Smartphone und wahrscheinlich auch noch ein iPad oder ein Laptop. Das heißt also, wenn ich die Zielgruppe, die hier sitzt, erreichen möchte, dann muss ich crossmedial arbeiten und ich denke, dass das wahrscheinlich allen hier bewusst ist. Also die Nummer 2 ist Ihre Überzeugung und Sie denken, dass hier auch die Mehrzahl der Menschen im Auditorium die 2 gedrückt hat. Also ich denke auch ganz klar Nummer 2, auch wenn es eine pauschale Aussage ist, aber ich glaube,
das Publikum oder generell ist man sich darüber bewusst, dass monomediale Kampagnen einfach nicht mehr diese Werbewirkung erzielen, dass sich was ändern muss. Insofern denke ich mal, sind crossmediale Kampagnen da eine ganz gute Alternative. Eins zu komplex und kaum planbar. Also hier kann man sagen, dass man Pareto, wenn man das Pareto-Prinzip hier ansetzen würde, ich denke mal mit 20% kann man auch schon 80% der Werbewirkung erreichen. Also kaum planbar, wenn man die gesamte Bandbreite nutzt, die man eigentlich nicht nutzen müsste, denke ich mal, könnte man auch so mit den derzeitig verfügbaren Lösungen schon ganz gute crossmediale Kampagnen planen. Man muss sich halt eben nur mal das, vielleicht das Mehraufwand das, annehmen. Auch nicht anders als vor einigen Jahren, weiß ich auch nicht. Es gibt genügend viele Beispiele im Kleinen, wo vielleicht nur 2-3 Medien schon schön miteinander vernetzt arbeiten. Insofern denke ich schon, dass sich was geändert hat, aber ich glaube, es ist ein Weg, ein längerer Weg zu richtigen Cross-Media, der eben über kleinere, viele kleine Steps letztendlich zum Erfolg führt. Also, Ihre persönliche Wahl wäre gewesen? 2 und ich glaube auch, das Publikum denkt auch 2. Und Michael Dunkel? Was glauben Sie, was ich jetzt sage? Sie sagen Freude am Sparen, nehme ich an. Ein bon mot. Nein, ich glaube, ich habe ein klares Plädoyer für 2 gehalten. Das ist meine persönliche Meinung. Und nach all dem, was wir heute wissen über Zielgruppen und deren Mediennutzungsverhalten, ist es entscheidend für die Zukunft. Das ist meine persönliche Sicht. Ich glaube, dass sicherlich der ein oder andere dann auch auf 3 geht und sagt, ja, mir fehlen da vielleicht die leuchtenden Beispiele. Gibt es das wirklich? Welche Wirkung hat es gehabt und zu welchem Ergebnis hat es geführt? Das ist sicherlich so, dass ein Großteil der Kampagnen leider noch unter 3 fallen. Und für mich ist 1 kein Grund. Am Ende ist entscheidend, welcher Erfolg eine Kampagne hat und letztendlich als Wirkungsbeitrag oder auch am besten zum Business-Erfolg der Kunden beiträgt. Und insofern gebe ich Ihnen aber recht, wir stehen da sicherlich am Anfang teilweise, aber ist für mich keine Argumentation, nicht in diesen Weg zu gehen. Also für Sie persönlich wichtiger denn je und hier im Auditorium erwarten Sie ein klares 1, 2 oder 3? Ich erwarte ein 2 gefolgt von... Zwei, also eine Zahl reicht mir schon, das ist die 2. Dann haben wir hier die Empfehlung 33222. Ich bin gespannt, was Sie getippt haben. Hier ist das Ergebnis und es ist doch sehr viel deutlicher, als wir gedacht haben. Wichtiger denn je, das ist der Grund, warum Sie zu diesem Panel gekommen sind. Freue ich mich natürlich sehr. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Übrigens, wenn Sie eine Frage zwischendurch haben, bitte jederzeit aufzeigen. Wir haben ein Mikrofon, mit dem wir Sie dann unmittelbar bedrohen werden, wenn Sie sich hier in die Diskussion einschalten wollen. Schauen wir nach vorne in den letzten 5 Minuten, die wir noch haben. 2012, wenn wir hier wieder an diesem Tisch stehen sollten, was soll sich im crossmedialen Bereich bis dahin getan haben? Und vor allen Dingen, wenn Sie hier über die Messe gegangen sind, durch die 2 Hallen gegangen sind, sind auch Ideen dabei, wo Sie sagen, da sind auch Sachen dabei, die uns crossmedial nutzen werden? Insgesamt glaube ich, wenn man die großen Themen, das ist das Thema Targeting auf dieser Messe, das ist das Thema sicherlich der Vernetzung und der Consumer Journey, dann glaube ich schon, dass je mehr wir wissen über den Konsumenten, und das tun wir, Daten ist ja auch letztes Jahr nicht nur, sondern auch dieses Jahr ein ganz großes Thema, dann glaube ich, dass wir einen wesentlichen Schritt vorangekommen sind, weil durch die enorme Menge an Daten, die wir heute verarbeiten, über das, dass wir wesentlich mehr und jeden Tag lernen über den Konsumenten, wie er sich verhält. Und er gibt am Ende die Pace vor, wenn man das mal so sagen darf. Er entscheidet, nach was wir uns zu richten haben. Und insofern weiß ich, plädiere ich und ich gehe auch ganz stark davon aus, dass wir mit den Themen, die ich gerade angesprochen habe, nächstes Jahr sicherlich nochmal einen Schritt weitergekommen sind. Und dann, und das ist das auch mein ganz großes Plädoyer am Ende, und schauen wir mal ein bisschen weiter in die Zukunft, natürlich werden wir eine crossmediale Kampagne, eine Medienselektion, einen Mediaplan abliefern, der dafür sorgt, dass die bestimmten Kontakte auch ausgeliefert werden. Entscheidend ist aber, dass am Ende ein Ergebnis rauskommt, und da das wesentlich messbarer wird in Zukunft, wird das noch ein stärkeres Gewicht bekommen in der Zukunft, als es vielleicht heute ist. Crossmedia 2012 heißt für Sie? Ich glaube, um nochmal kurz die Frage von vorhin aufzugreifen, Leitmedium, ich finde, Basismedium ist eigentlich die richtigere Frage. Ich glaube, dass aufgrund der Messbarkeit, der besseren Messbarkeit online auf jeden Fall einen höheren oder mehr Gewicht haben wird in Crossmedia-Kampagne aufgrund eben der Zielgruppenaussteuerbarkeit und der Messbarkeit. Insofern
online als Basismedium für crossmediale Kampagnen wird auf jeden Fall stärker werden. Ja. Ich wünsche mir mehr Storytelling im nächsten Jahr. Ich wünsche mir mehr Geschichten, die wir nicht nur in meinem Vermarktungsumfeld, sondern auch in Ihrem Vermarktungsumfeld dann präsentieren und besprechen können, weil ich der festen Meinung bin, dass das Thema Crossmedia wichtiger ist denn je. Hatte ich ja gerade auch schon gewählt. Und ich wünsche mir in der Tat auch, und da gibt es ja erste Ansätze, wir haben uns ja immer noch nicht auf eine Intermedia-Währung einigen können, sind ja alle in reichlichen Diskussionen. Ich hoffe, dass wir dann soweit sind, dass wir einen ersten Vorschlag haben, weil das GfK Web Efficiency Panel ja auch zeigt, aus ersten Ergebnissen und Auswertungen, dass dann wirklich aus 1 plus 1 mehr wird als 2. Und da würde ich mich freuen, wenn wir solche Zahlen uns beim nächsten Mal zu tollen Geschichten in der Kombination angucken können. Also Crossmedia ist für mich erstmal überhaupt kein Selbstzweck, sondern einfach eine innerhalb der Markenführung eine richtige Denke. Was aber vor Crossmedia kommt, und das ist viel, viel wichtiger, das ist das ganze Thema vom Insight. Wir können so viel Crossmedia machen, wie wir wollen, wenn wir nicht wissen, was wir machen müssen. Und das Thema Insight-Generierung, sei es nun Shopper-Insight, sei es nun Pre-Buy-Insight, sei es nun ein Konsumenten-Insight, das wird uns beschäftigen. Und da kommt jetzt auch das ganze Thema Touchpoint-Insight rein. Und wenn wir das nicht richtig managen können, dann können wir so viel über Cross-Media reden, wie wir wollen. Die Verwirrung wird nur größer. Cross-Media 2012 wird? Ich wird deutlich mehr Beispiele aufzeigen, als wir heute hier gesagt haben. Nicht über viele Verknüpfungen, nicht vieler Medien zusammen, aber einzelne, wie zum Beispiel Print Online, wie Radio Online auf irgendwelchen, auf VA-Basis oder FUMA-Basis zum Beispiel. Und ich hoffe, dass die ersten Werbewirkungsmessungen, die man methodisch als haltbar bezeichnen kann, dann im Markt sind und das ganze Thema befeuern. Wir haben das heute in den Gremien, es ist deutlich sichtbar, dass in der ACMA zum Beispiel die Intermedia-Werbung richtig nach vorne getrieben wird, dass da Geld reingesteckt wird. Wir werden keine crossmediale Werbung haben im nächsten Jahr, aber wir werden vielleicht die ersten Schritte dahin gegangen sein, auch unter Einbezug verschiedener Denkmodelle, die so im Markt sind und versuchen und da ein Stück weiter sein und zu sagen, jetzt wird es einfacher, jetzt wird es handhabbarer. 2015 dann vielleicht mehr. Bis 2015 ist noch ein langer Weg, aber 2012 auf der DMX-Co werden wir dann schauen, was von Ihren Prognosen eingetreten ist.